Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TechFans TV. Ich bin's, euer Fabi, und heute zeige ich euch ein Unboxing zu der XFX Radeon HD 7850 mit dem Dual Fan. Ich erzähle euch jetzt einfach mal ein paar Sachen zu der Grafikkarte. Das Unboxing seht ihr im Hintergrund ja selbst. Also die Grafikkarte habe ich für etwa 180 Euro bei Alternate gekauft. Dazu habe ich noch zwei Spiele bekommen, einmal Sleeping Dogs und einmal Dirt Showdown, also jeweils den Steam Key dazu. Sie unterstützt die PCI Express Version 3.0 und hat die Anschlussart PCI Express X16. Der maximale Stromverbrauch liegt bei 150 Watt. Dann ist da ein paar Sachen zum Grafikchip. Sie unterstützt die DirectX Version 11.1, die OpenGL Version 4.2 und Multi-Monitoring, versteht sie aber heutzutage schon von allein eigentlich. Dann der Speicher. Es hat einen 2 GB großen GDDR5 Speicher, welcher mit 256-Bit Interface an die GPU angebunden ist und dort mit etwa 5000 MHz arbeitet. Dann die Anschlüsse. Er hat 2 Mini-Display-Ports, 2 DVI-Ports und ein HDMI-Port. Die zeige ich euch dann später im Unboxing aber nochmal. Die maximale Auflösung, welche erreicht werden kann, ist 2560x1600 Pixel. Und ja, die Grafikkarte ist Crossfire X-fähig, das heißt, ihr könnt sie mit einer anderen Grafikkarte koppeln. Ja, das Adapterkabel ist auch im Lieferumfang dabei. Viel Spaß mit dem Video. Wie vorhin gesagt, seht ihr hier nochmal die Ports. Von außen sieht die Grafikkarte auf jeden Fall sehr gut aus. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Bilder davon. Ciao!